Es ist an Ihren Plätzen verteilt ein Änderungsantrag der Fraktion von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 20-2849, zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs, Drucksache 20-2754. Das ist das Gesetz zur Änderung der Hessischen Bauordnung. Können wir zu Top 8 dann mit behandeln, damit das auch für das Protokoll da ist. So, und jetzt kommen wir zum Punkt 13, Bericht des Petitionsausschusses betreffend die Tätigkeit in der 20. Wahlperiode, Berichtszeitraum 2019. Meine Damen und Herren, sind Sie so lieb, hören Sie ein bisschen zu. Wir sind knapp ein bisschen zeitlich im Verzug. Das sollte um 10.15 Uhr sein. Es beginnt zunächst die Vorsitzende des Petitionsausschusses. Die hat 10 Minuten Redezeit, die Frau Kollegin Manuela Strobe. Bitte sehr, das ist das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich glaube, nach 2 Stunden Überziehung atmen wir mal alle tief durch erstmal. Oder vielleicht würde uns auch eine Mittagspause gut stehen, dass die Gemüter sich wieder ein bisschen beruhigen. Und ich erinnere mich noch, im letzten Jahr war es genauso. Vorher war eine hitzige Debatte, und danach durfte ich mit einem technokratischen Bericht weitermachen. Aber sei es drum, ich freue mich trotzdem. Ich darf Ihnen heute den Petitionsbericht oder auch Tätigkeitsbericht aus dem Jahr 2019 vorlegen. Es ist der erste Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses in der 20. Legislaturperiode und wurde für Sie exklusiv vom Petitionsreferat übersichtlich aufbereitet und hoffentlich genauso gut übersichtlich von mir vorgetragen. Lassen Sie mich aber an dieser Stelle ein Dankeschön sagen. Dankeschön an Frau Engelhardt hinter mir und wahrscheinlich im Livestream die Kolleginnen und Kollegen im Petitionsreferat für ihre grenzenlose Arbeit. Und Sie hatten im Und ich möchte dazu sagen, dass Sie in dem vergangenen Jahr auch keine einfachen Zeiten hatten, weil durch Versetzung und Ruhestand waren 2 Referentenstellen über Monate nicht besetzt. Und Gott sei Dank sind jetzt wieder alle an Bord, und wir fahren weiter. Da Sie ja sicherlich alle den Bericht aufmerksam gelesen haben und mit dem letzten Bericht auch verglichen haben, ist Ihnen bestimmt aufgefallen, dass wir im letzten Jahr weniger Petitionen hatten. Falls Sie das nicht gemacht haben, bin ich ja jetzt hier vorne. Die Anzahl der eingegangenen Petitionen ist etwa mehr als 6% auf 944 Petitionen zurückgegangen. Dadurch hat die Arbeit aber nicht abgenommen, sie ist komplexer geworden. Doch warum ist die Arbeit mehr geworden? Petitionen sind eben nicht anhand ihrer Anzahl zu fassen. Es sind teilweise höchst komplexe Einzelfallentscheidungen, und ich glaube, sie werden in Zukunft immer komplexer werden. Wir leben in Zeiten, in denen oft die Nähe von Politik und Bevölkerung angezweifelt wird. 2 unterschiedliche Ebenen, die nichts miteinander zu tun haben. Und wenn man den Bürgerinnen und Bürgern aufmerksam zuhört, kann man das auch ein Stück weit nachvollziehen. Petitionen bieten die Möglichkeit, eine direkte Brücke zwischen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und ihren gewählten Vertreterinnen und Vertretern im Hessischen Landtag zu schlagen. So individuell wie möglich, so unbürokratisch wie nötig. Für den Petenten oder die Petentin fallen zu keiner Zeit Kosten für das Verfahren an. Dies schließt eine Ungleichbehandlung von Menschen mit unterschiedlich schweren Geldbeuteln kategorisch aus, und das ist auch gut so. Es ist gerade ein bisschen lauter drin. Ich will Sie da drüben von der FDP nicht stören. Petitionen brauchen keine Formatierung. Ja, aber vielleicht ein bisschen leiser. Können per Post, Bierdeckel, Internet, Fax oder Postkutsche eingereicht werden, solange ein Gesuch erkennbar ist und eine reale Person unterschrieben hat. Werden wir uns der Sache gerne annehmen. Petitionen sind damit die niederschwelligste Beteiligungsform am aktiven Politikbetrieb hier im Hessischen Landtag, die wir haben. Für die Bearbeitung der Petition ist es auch nicht wichtig, ob eine Petition von einer Person oder von einer großen Unterstützerschaft unterschrieben wurde. Alle Petitionen werden bei uns gleich behandelt. 944 Einzelfälle. Dies birgt gleichermaßen Chancen und Risiken. Chancen, weil sich jede Person, auch bzw. vor allem alleine, gegen eine mögliche Falschbehandlung einer Behörde oder mit einem guten Einfall an die Landespolitik wenden kann. Risiken,
weil es deutschlandweit noch keine einheitlichen Portale oder Informationskampagnen über das Petitionsrecht gibt und private Drittanbieter versuchen, eine demokratische Beteiligungsform als externes Protestorgan zu kanalisieren. Ja, das klingt alles sehr dramatisch. Warum geht es hier? Es sind Portale wie Change.org oder Open Petition, die Menschen das Gefühl vermitteln, dass wenn jetzt hier möglichst viele Menschen die Petition mit unterzeichnen, die Politiker sich dann quasi um das Anliegen kümmern müssen oder es eventuell auch schneller geht. Es ist aber eben nicht so, dass es auf die Menge der Unterschriften ankommt, sondern auf die einzelne Unterschrift. Stellen Sie sich vor, Sie beteiligen sich an einer riesigen Unterschriftenaktion und das Echo verpufft, weil es gar keinen Handlungsspielraum für den Petitionsausschuss gibt. Was bleibt, ist ein öffentlicher Frust und ein Vertrauensverlust an die Politik, und das können wir wohl kaum wollen. Und dieses Beispiel kann man an der Petition zur Herausgabe der NSU-Akten am besten verdeutlichen. Stand heute haben bei dieser Petition etwa 80.000 Menschen öffentlich unterschrieben und sich dafür ausgesprochen, dass die Aufklärung der NSU-Morde vorangetrieben wird. Diese Unterschriften, diese 80.000 Unterschriften können dabei aber lediglich den politischen Druck ausüben, haben jedoch keine Auswirkungen auf das eigentliche Petitionsverfahren. Dies ist nur eine von vielen Petitionen auf diesen Plattformen, und gerade bei einem Thema wie den NSU-Morden ist es kein gutes Zeichen, dass externe Kanäle genutzt werden müssen, damit die Bevölkerung gehört wird. Diesbezüglich werde ich im September, falls die Sitzung stattfindet, auf der Vorsitzendentagung von Bund und Ländern das Thema einer gemeinsamen Petitionsplattform als ein eigenes Direktangebot von Bund und Ländern in den Raum werfen und dort für ein einheitliches Konzept werben. Es braucht also zwei Kanäle, einen Kanal, um Themen oder Anliegen an die Landesvertretung weitergeben zu können, und eine Plattform, auf der bundesweit Petitionen eingereicht werden können und darüber hinaus auch über die Erfolgsmöglichkeiten dieser Petitionen aufgeklärt wird. Ansonsten wird sich der Petitionsausschuss demnächst in der Öffentlichkeit den Ruf des zahllosen Tigers gefallen lassen müssen, und das wird dem Grundgedanken einer Petition, wie er aus der hessischen Verfassung hervorgeht, nicht gerecht. Nun kommen wir aber zu dem Teil mit den Zahlen. Die 17 Mitglieder, davon 8 Frauen und 9 Männer, fast paritätisch besetzt, haben im Jahr 2019 insgesamt 8-mal getagt, um sich mit den eingegangenen Petitionen zu befassen. Die Zusammenarbeit im Ausschuss läuft sehr harmonisch. Dafür danke ich den Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle. Das war in der letzten Wahlperiode nicht immer der Fall. Das möchte ich ganz ausdrücklich sagen. Die Themengebiete und Inhalte der Petition sind dabei sehr vielfältig und teils höchst komplex. Je komplexer die Sachverhalte, desto arbeitsintensiver die Behandlung. Auch wenn weniger Petitionen eingegangen sind, steigt die Komplexität, und das erklärt, warum die Arbeit eher mehr als weniger geworden ist. Insgesamt wurden 607 Petitionen abschließend behandelt, von denen 12% als positiv bzw. teilweise positiv erledigt wurden. Es konnten also mehr als jede 9. Petition im Sinne des Petenten abgeschlossen werden. Ich glaube, das ist auch ein gutes Signal. 36% der Petitionen wurden als neutral abgeschlossen. Darunter fallen z.B. Petitionen, die zuständigkeitshalber an den Deutschen Bundestag abgegeben wurden, oder andere deutsche Landtage. Bei der Mehrheit der Petitionen, nämlich 52%, kann dem Anliegen des Petenten nicht entsprochen werden. Das ist grundsätzlich nicht schlimm, da die hessischen Behörden haben die kritisierten Entscheidungen, also auf der Grundlage von Recht und Gesetz, getroffen und die Ermessensspielräume genutzt. Und das haben wir mit dem Petitionsverfahren quasi überprüft. Auch wenn diesen Anliegen oft sehr nachvollziehbar ist, ist es unsere Aufgabe, das Verwaltungshandeln der Regierung und der hessischen Institutionen zu kontrollieren und zu überprüfen. Und es ist ein gutes Zeichen, wenn sich einem Rechtsstaat die Verwaltung auch an das vorgeschriebene Gesetz hält. Dies ist im Blick auf einige Nachbarn nahe hier in Europa leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Dennoch steht es unserem Ausschuss nicht zu, die Rechtsaufsicht der Landesregierung oder den ihr nachgeordneten Verwaltungen zu übernehmen. Dafür haben wir eine funktionierende Gewaltenteilung mit Gerichten, die das im Sinne unserer Verfassung tun.
Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens kann der Petitionsausschuss aber eine vermittelnde Aufgabe übernehmen. Und das haben wir im letzten Jahr oft getan und viele runde Tische organisiert. Dies ist insbesondere in festgefahrenen Konflikten zwischen Verwaltung und Petenten ein probates Mittel, um teils komplizierte Verwaltungsverfahren in verständlicher Art und Weise den Petenten zu erläutern. Wie in jedem Jahr machten wir auch im Jahr 2019 die aufenthaltsrechtlichen Petitionen den größten Teil aus, mit 24,8% zu 22,4% im Jahr 2018 waren die Werte in etwa identisch. Hier ist zu erwähnen, dass das neue Einwanderungsgesetz seit Anfang dieses Jahres für Menschen, die keinen Aufenthaltstitel haben, aber beispielsweise als Fachkraft in einem Betrieb in Deutschland arbeiten und ihnen damit eine Bleibeperspektive ermöglicht wird, sich auf die noch offene Petition im nächsten Petitionsbericht positiv auswirken wird. Jetzt noch ein Ausblick in die Zukunft. Bei meiner Antrittsrede im letzten Jahr habe ich gesagt, dass ich es als meine zukünftige Aufgabe als Vorsitzende ansehe, das Petitionsrecht in Hessen bekannter zu machen und für mehr Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen. Die Außendarstellung mit ihren vielfältigen Aktionen von Hessentag bis zur Verdopplung von Bürgersprechstunden, jede zweite davon außerhalb des Landtags und jetzt in Corona-Zeit mit Telefonsprechstunden, auswärtigen Sitzungsterminen, runden Tischen, Vor-Ort-Terminen etc. etc. haben die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss immer mitgetragen, möchte ich sagen. Es war viel Aufwand und das Petitionsreferat mit viel Engagement organisiert und mit eigenen Ideen geschmückt. Und auch dir für da wirklich herzlichen Dank. Damit sind wir natürlich noch nicht am Ende. Wir haben außerdem noch von unserem Landtagspräsidenten Boris Rhein ein kleines Budget bekommen. Ja. Und haben hier eine wunderbare Broschüre erstellt, wer sie noch nicht kennt. Sehr bürgerfreundlich. Und wir werden jetzt noch einen kleinen Videoclip drehen und über das Petitionsrecht informieren. Das war aufgrund von Corona leider noch nicht möglich, aber es kommt noch jetzt im Sommer, sodass unser Ziel ist, dass zumindest am Ende der Legislaturperiode jeder Bürger und jede Bürgerin in Hessen weiß, dass sie von diesem Petitionsrecht Gebrauch machen können. Und was wir in Zukunft auch noch tun werden, wir werden Informationsveranstaltungen organisieren, wo wir in den Kommunen über das Petitionsrecht informieren. Zum Abschluss möchte ich Sie ermutigen, machen Sie Werbung für dieses wunderbare Recht. Es muss unser Ziel sein, hatte ich schon gesagt, dass jeder Bürger und jede Bürgerin weiß, dass sie dieses Recht haben, weil der direkte Kontakt zur Volksvertretung so wichtig ist wie nie zuvor. Und auf Verschwörungstheorien und öffentlichen Frust kann man am besten mit Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten antworten. Dafür werbe ich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Strobe. Bevor wir mit der Debatte beginnen, möchte ich Ihnen, Frau Vorsitzende des Petitionsausschusses, wie dem gesamten Ausschuss und allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus der Verwaltung im Namen des gesamten Landtags ein Wort des Dankes für die hervorragende Arbeit sagen. Vielen Dank. So, die Debatte beginnt. Der Kollege Pürsün. Ich nehme an, du wolltest das jetzt auch sagen, was ich gesagt habe, aber kannst du es ja noch einmal betonen, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für dieses Lob. Es ist natürlich immer besser, vom Präsidenten gelobt zu werden, als sich selbst loben zu müssen. Der Petitionsbericht zeigt wieder sehr deutlich die Vielfalt der Anliegen, mit denen sich die Bürger Hessens an uns wenden. Er zeigt auch, wie wichtig es ist, dass es eine parlamentarische Anlaufstelle gibt. Eine Anlaufstelle für die Bürger, die den Eindruck haben, dass ihr Anliegen auf die eine oder andere Weise von einer Behörde unseres Landes nicht korrekt behandelt wurde, gerade auch in Corona-Zeiten. Mich hat im vergangenen Jahr als Berichterstatter eine Petition besonders beschäftigt, die Petition der Bürgerinitiative Niedernhausen-Eppstein,
die sich gegen die Verlegung der Ultranet-Trasse direkt über ihre Wohnbebauung gewendet hat. Wir haben damals im August 2019 einen Ortstermin in Niedernhausen durchgeführt und uns selbst einen Eindruck vor Ort verschafft. Und ich muss sagen, die Führung der bisherigen Stromtrasse verläuft tatsächlich direkt durch den Ort, über die Häuser hinweg mit einem so geringen Abstand, dass es kaum zu glauben ist, wenn man direkt davor steht. Und auf diese Trasse soll nun auch noch eine Gleichstromleitung aufgelegt werden. Die Sorgen der Bürger, die unter einer solchen Leitung wohnen, und ihre Ablehnung eines solchen Vorhabens nehmen wir ernst. Der Verlust an Lebensqualität, den sie befürchten, ist für mich und ich denke für alle, die an diesem Termin teilgenommen haben, das waren viele, absolut nachvollziehbar und eindrücklich. In einem anschließenden Gespräch haben wir dann mit allen Beteiligten die rechtliche Situation bewertet. Wir haben die Möglichkeiten diskutiert, eine Verschwenkung der Trasse zu erreichen. Die Erkenntnisse aus den Gesprächen und aus der Einsicht in die Dokumente haben mich zu dem Entschluss geführt, diese Petition zur Berücksichtigung anzumelden. Ich war mit meiner Fraktion der Ansicht, dass ein solches Votum die Landesregierung in ihren Verhandlungen mit der Bundesnetzagentur und Amprion stützen würde. Gleichzeitig wäre ein solcher Beschluss aber auch ein Signal an die betroffene Bevölkerung in Niedernhausen und allen anderen betroffenen Orten wie Eppstein, Idstein, Rüsselsheim, Hinstetten und Kirberg gewesen. Ein Signal, dass der Landtag gemeinsam mit der Landesregierung für die berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Bundesbehörden eintritt. Zwar beteuerte die Landesregierung, alles in ihrer Macht Stehende tun zu wollen, um eine Verschwenkung der Trassen zu erreichen, aber so richtig eindeutig positionieren wollte sie sich dann doch nicht. Das ist für die betroffenen Bürger eine Farce. Genauso wie im Übrigen die Tatsache, dass die Koalitionsfraktionen der Berücksichtigung nicht zugestimmt haben. Nach unserer Einschätzung ist damit eine Chance vertan worden. Eine Chance, um der betroffenen Bevölkerung noch deutlicher als bisher zu zeigen, dass es berechtigte Interessen gibt, für die sich alle Fraktionen gemeinsam einsetzen, im Einvernehmen mit der Landesregierung. Zu zeigen, dass es hier um die Sache geht. Denn genau das wird von uns erwartet. Auch jetzt, nach fast einem Jahr, gibt es leider immer noch keine Zusage des Bundes und auch keine der beauftragten Firma Amprion für eine Verschwenkung der Trasse. Lieber Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Petitionsausschuss kann nicht jedes Problem lösen, aber der Petitionsausschuss kann eines immer sein: ein Forum für die vielfältigen Anliegen der Menschen, eine Beschwerdestelle, die engagiert und kompetent alle Möglichkeiten auslotet, um die an sie herangetragenen Probleme zu lösen und die für eine ausführliche Auskunft an den Petenten sorgt. Bedanken möchte ich mich für die kollegiale Zusammenarbeit bei der Vorsitzenden Manuela Strube, den Obleuten, den Mitgliedern der Fraktion sowie dem Petitionsbereich des Landtages für die kompetente und immer freundliche Unterstützung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bösin. Das Wort hat die Frau Abg. Scheuch-Paschkewitz, Fraktion DIE LINKE. Oh. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an den Landtag zu wenden, ist ein Grundrecht aller hier lebenden Menschen. DIE LINKE sieht darin einen wichtigen Teil bürgernaher Demokratie. Petitionen können den Blick der Abgeordneten schärfen für die gelebte Rechts- und Lebenswirklichkeit der Menschen. Es eröffnet sich aus den Petitionen auch eine parlamentarische Kontrolle über den Umgang der Behörden mit Gesetzen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Behördenfehlern ist für die betroffenen Menschen sehr wichtig und zeigt, wie demokratische Spielregeln funktionieren. Dass dies alles funktioniert, ist auch und vor allem dem Petitionsreferat zu verdanken. Diese haben immer ein offenes Ohr für die vielfältigen Anliegen, Fragen, Anregungen,
aller Ausschussmitglieder und für deren Mitarbeiterinnen und natürlich auch für die Petentinnen und Petenten. Ebenso möchte ich meiner Ausschussvorsitzenden danken, deren Stellvertreterin ich sein kann, für ihre geleistete Arbeit und die Vorlage dieses ausführlichen Berichtes. Danke möchte ich auch den Kolleginnen und Kollegen sagen. Die Zusammenarbeit ist immer ergebnisoffen, manchmal kritisch begleitend, aber immer kollegial anerkennend und fraktionsübergreifend um einen Konsens bemüht. Vielen Dank, liebe Kolleginnen. Der vorliegende Bericht gibt einen guten Ein- und Überblick in die Arbeit des Petitionsausschusses im letzten Jahr. Meine Damen, meine Herren, es ist zu beobachten, dass die Zahl der Online-Petitionen ansteigt. Obwohl diese öffentlichen Unterschriftensammlungen nicht im Parlament behandelt werden und eventuell gar keine Veränderung bewirken, ist das Interesse daran sehr groß. Sie werben außerparlamentarisch um Zustimmung für ihre Anliegen. Es geht dabei nicht um die Überprüfung von Verwaltungshandeln, sondern um politische Ziele. Insofern sehe ich darin auch keine direkte Konkurrenz zu unseren Petitionen. Dennoch ist es eine Überlegung wert, dass die Zahl der bei uns eingereichten Petitionen rückläufig ist. Laut Bericht sind es, wie Frau Strube erwähnte, 6% weniger. Ich denke, darüber sollten wir nachdenken. Durch den Petitionsausschuss wurde eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht und über das Petitionsrecht aufgeklärt. Frau Strube hat es schon gesagt. Der Ausschuss bot in den verschiedenen Regionen Hessens öffentliche Sprechstunden an. Die Arbeit des Ausschusses und das Recht, eine Petition einzureichen, müssen wir wohl noch mehr bewerben, auch und gerade bei jungen und jüngeren Menschen. Diese sind meist über die sozialen Medien erreichbar. Es ist immerhin eine demokratische Errungenschaft, dass jede und jeder ein Anliegen überprüfen lassen kann. Schwierig erscheint mir auch der Blick auf die Bilanz der Petitionen. 41 Petitionen wurden zwar positiv beschieden, 28 Fälle wurden teilweise positiv beschieden. Das sind 12% der abschließend behandelten Petitionen. Die Anzahl der aufenthaltsrechtlichen Petitionen hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Sie betrug knapp 25%, etwa ein Viertel aller Petitionen. Allerdings sind die Bedingungen für den Aufenthalt sowie der Aufenthalt selbst nach wie vor sehr prekär. Nach wie vor leben zahlreiche Migrantinnen und Migranten sowie geflüchtete Menschen in der Unsicherheit und der Angst vor Abschiebung. Noch immer gibt es einige Menschen, die in sogenannten Abschiebegefängnissen ausharren. Deren einziges Verbrechen ist es, vor Hunger, Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung und anderen Gründen zu fliehen. Aber solange eine Petition läuft, besteht ein Abschiebeschutz. Abschließend wünsche ich uns, dem Petitionsausschuss, eine kraftvolle Stärkung gegenüber der Exekutive, eine noch mehr nach außen gerichtete, erfolgreiche Arbeit in diesem Jahr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Katrin Schleenbecker, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine verehrten Kollegen und Kolleginnen! Ich halte mich kurz und möchte aber zuerst unserer Ausschussvorsitzenden Manuela Strube für die hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr, für ihre Initiativen,
die Petitionsmöglichkeiten öffentlich bekannter zu machen, die vielen Ideen, die sie einbringt, ganz, ganz herzlich danken. Das ist ein guter Job, den du machst, Manuela. Dafür sind wir dir wirklich alle sehr dankbar. Im vergangenen Jahr konnten wir innerhalb des Petitionsausschusses 607, wie bereits erwähnt, Petitionen abschließend behandeln, 41 davon positiv, 28 teilweise positiv. Auch wenn das nur 12% sind, ist es im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 50%, was ich jetzt gar nicht mal so schlecht finde. Die bereits erwähnten 36% der Petitionen, für die wir nicht zuständig sind, hatten die Kollegen auch erwähnt, und wir sind, was die Eingänge betrifft, bei ungefähr 6% weniger, soweit so formal. Und ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass in diesem Jahr durch die Pandemie viele unserer schönen Aktionen nicht stattfinden können. Ganz persönlich hat mir letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht, das Planspiel im Rahmen des Hessentages, was in der kommenden Woche eigentlich gewesen wäre, weil das auch was ist, wo wirklich demokratische Grundbildung ganz konkret mit Schülern und Schülerinnen stattfindet. Das ist eine tolle Initiative, und ich glaube, damit tun wir was Gutes nach außen. Und das ist eine schöne Sache, die der Petitionsausschuss definitiv im kommenden Jahr wieder aufnehmen sollte, wenn wir die Rahmenbedingungen wieder haben, weil wir da auch zeigen können, wie Petitionen funktionieren und wie man konkret den Menschen helfen kann. Das freut mich sehr. Es ist nämlich eine ganz wichtige demokratische Errungenschaft, dass jeder und jede ein Anliegen im Rahmen einer Petition überprüfen lassen kann. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass man immer wieder deutlich macht, dass jeder und jede das Recht hat, eine Petition einzureichen. Und deswegen ist mein Wunsch an alle, auch die abwesenden Mitglieder des Hessischen Landtages, dass wir das Petitionsrecht immer wieder nach außen tragen und die Menschen auf dieses Recht hinweisen, weil es einfach wichtig ist, es ist verfassungsmäßig garantiert und es hilft. Und wenn es 12% der Entscheidungen sind, wo wir positive Entwicklungen aufzeigen können, dann ist das super. Das bedeutet nicht, dass jede Petition positiv beschieden wird, aber die Menschen in diesem Land können sich sicher sein, dass wir uns sachlich und intensiv und ernsthaft mit ihren Anliegen beschäftigen. Der Petitionsausschuss ist kein Ausschuss, der großartig nach außen wirkt, es sei denn natürlich, wir machen diese runden Tische, die Ortstermine. Aber wir arbeiten ganz konkret an den einzelnen Petitionen. Die Möglichkeit besteht, niedrigschwellig und ohne Kosten befürchten zu müssen, sich an den Hessischen Landtag zu wenden. Und es ist das Anliegen des Petitionsausschusses und all seiner Mitglieder, auch konstruktiv im Sinne der Bürger und Bürgerinnen zusammenzuarbeiten. Und ich finde, es ist auch mal an der Zeit, Dank zu sagen an die Vertreter und den Vertreterinnen der Ministerien, die uns oft begleiten in den Ausschüssen, die Rede und Antwort stehen, die sehr dezidierte Stellungnahmen schreiben. Das geht oft vergessen, finde ich aber auch wichtig. Ich bin dafür sehr dankbar, dass die Ministerien da wirklich die Fachabteilungen auch gut ihnen die Zeit dafür geben. Und wir lernen dadurch unglaublich viel und beleuchten verschiedene Punkte noch mal unter unterschiedlichen Aspekten. Und abseits von so einem relativ trockenen Bericht über Zahlen und Daten ist es, glaube ich, wichtig, den Blick immer wieder auf die Menschen zu lenken, mit deren Anliegen wir uns beschäftigen. Es ist nämlich einfach wirklich sehr, sehr befriedigend, wenn man konkret helfen kann. Es gibt natürlich die Fälle, bei denen wir aufgrund von Sach- und Rechtslage nichts tun können, und es ist stellenweise auch sehr bedauerlich. Es ist auf der anderen Seite, wie die Manuela Strube schon ausgeführt hat, aber auch ein gutes Zeichen, dass unsere Verwaltungen und Gerichte in der Regel doch ordentlich und mit Sachverstand arbeiten. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei Frau Engelhardt, dem Petitionsreferat, den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch denen, die das Referat schon lange begleiten, bedanken für die freundliche und kompetente Unterstützung. Denn ohne diese Zuarbeit, die geleistet wird, und die Vorbereitungen, der ganze organisatorische Rahmen, wäre es gar nicht möglich, mit dieser Bandbreite an Themen sich so intensiv und in die Tiefe befassen zu können. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Da haben wir wirklich sehr kompetente Mitarbeitende im Referat. Ganz herzlichen Dank. Und es ist ja schon durchgeklungen, wir sind uns nicht immer einig. Das ist aber auch in Ordnung. Und wir diskutieren, wir beleuchten die Dinge von unterschiedlichen Seiten. Und das ist das, was den Petitionsausschuss ausmacht. Es geht nicht darum, am Ende einer Meinung zu sein, aber es geht darum, im Sinne der Menschen in diesem Land Entscheidungen zu treffen. Und ich hoffe, dass wir das weiterhin so gut tun werden und der Verantwortung gegenüber den Petenten und Petentinnen gerecht werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Bernd Vohl, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten! Zunächst möchte ich der Ausschussvorsitzenden, Frau Strube, für den Bericht über die Tätigkeit des Petitionsausschusses recht herzlich danken und auch für ihre Führung dieses Ausschusses, der doch sehr manchmal auch kontrovers ist, aber doch im Endeffekt sehr gut läuft. Das Petitionsrecht ermöglicht allen Bürgern, sich mit ihrem Anliegen unmittelbar an uns, die Abgeordneten des Hessischen Landtages, zu wenden. Dies ist ein wichtiges Recht für die Bürger unseres Landes. Somit ist die Arbeit des Petitionsausschusses auch ein sehr wichtiger Teil unserer parlamentarischen Arbeit. Seit einem Jahr ist nun auch die Alternative für Deutschland durch zwei Abgeordnete in diesem Ausschuss vertreten. Ich möchte mich im Rahmen dieser Aussprache herzlichst bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferates unter der Leitung von Frau Engelhardt für die gute Zusammenarbeit bedanken. Gerade in der Anfangszeit hatten wir sehr viele Fragen. Mit diesen können wir jederzeit an das Petitionsreferat herantreten und erhalten von den Mitarbeitern immer kompetente Unterstützung. Und dies ermöglicht es uns, unsere Arbeit im Sinne des Petitenten zu erledigen. Denn, wie wir schon gehört haben, gibt es einiges zu tun. Im vergangenen Jahr erreichten 944 Petitionen den Hessischen Landtag. Der vorgestellte Bericht gibt einen guten Einblick in die Arbeit dieses Ausschusses. Seien es Bitten, Beschwerden über Entscheidungen von Behörden, Anträge oder auch Anregungen zur politischen Arbeit. Mit all diesen Dingen wenden sich die Bürger an den Landtag. Gerade wenn sie auf dem Behördenweg nicht mehr weiterkommen und in diesem Dschungel zu versinken drohen, beispielsweise wenn es um Straßenbaumaßnahmen geht, um die Fällung von Bäumen oder um überlange Dauer von Gerichtsverfahren, dann bleibt ihnen immer der Weg der Petition offen. Manchmal, meine Damen und Herren, gibt es allerdings auch Petitionen, die ein wenig zum Schmunzeln animieren, beispielsweise wenn gefordert wird, die Weihnachtszeit zu verlängern. Nichtsdestotrotz sind auch solche Petitionen mit dem nötigen Ernst zu behandeln. Denn jeder Petent hat ein Recht, einen Anspruch darauf, eine sachgerechte Behandlung der Petition auf Basis der bestehenden Rechtslage zu bekommen. Alles in allem kann man sagen, es war ein gutes Jahr, denn der Ausschuss hat vertrauensvoll und überparteilich für die hessischen Bürger gearbeitet. Es konnten viele Petitionen zugunsten der Petenten entschieden werden, oder den Petenten konnten auch andere Wege aufgezeigt werden, wie er sein Anliegen erfolgsversprechend umsetzen kann. Abschließend möchte ich mich noch bei allen Kollegen im Ausschuss für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. In diesem Sinne freue ich mich auf eine weitere erfolgreiche Arbeit im Petitionsausschuss, um die Anliegen der hessischen Bürger weiterhin konstruktiv und zielführend zu behandeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bernd Vohl. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Heitland, CDU-Fraktion. Birgit, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte meine Ausführungen beginnen mit einem herzlichen Dankeschön an unsere Vorsitzende Manuela Strube, zum einen für den ausführlichen Bericht, aber auch für die gute Zusammenarbeit. Es macht wirklich Spaß mit dir. Herzlichen Dank.
Ja, der Bericht zeigt uns, dass der Petitionsausschuss ein besonderer Ausschuss ist. Kein anderer Ausschuss befasst sich so konkret und unmittelbar mit individuellen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Und dank des Petitionsrechts, das jedem die Möglichkeit gibt, sich in einer Petition an den Landtag zu wenden, können wir bürgernah Basisarbeit betreiben. Wir haben gehört, dass die Zahl der Petitionen in diesem Jahr etwas geringer war. Wenn man mal den Schnitt der letzten Jahre anschaut, kann man so eine gewisse Konstante feststellen, würde ich sagen. Die Anliegen, die uns erreichen, sind ganz unterschiedlicher Natur. Jede Petition muss daher aufmerksam und sachgerecht bearbeitet werden. Der Petitionsausschuss darf sich zwar selbstredend nicht über geltendes Recht hinwegsetzen oder Gerichtsurteile außer Kraft setzen, sehr wohl kann er aber vermitteln oder bei Kompromissfindungen helfen. Oftmals gibt es nicht Schwarz und Weiß, sondern auch pragmatische Lösungen und Ideen für die zu behandelnden Sachverhalte. Auf diese Weise schaffen wir es oft, komplexe und festgefahrene Situationen für alle Beteiligten zufriedenstellend zu lösen. Und die individuelle Bearbeitung der Petitionen inklusive Gesprächen und Ortsterminen ist natürlich viel Arbeit und auch sehr zeitaufwendig, aber der Einsatz lohnt sich. Die Ausschussarbeit ist daher sehr abwechslungsreich. Die Anliegen der Petentinnen und Petenten erstrecken sich über die verschiedensten Sachverhalte, von Ausländerrecht über Rundfunkgebühren oder die Zukunft eines Spielplatzes. Oder wussten Sie, was eine Allerhopp-Anlage ist? An dieser Stelle möchte ich betonen, diese individuelle, intensive und fachkompetente Befassung mit jeder einzelnen Anfrage unterscheidet unsere Petitionsarbeit von privaten Plattformen wie Change.org oder Open Petition. Diese Plattformen suggerieren, dass durch genügend Unterschriften eine Petition erfolgreich sein könnte. Es werden willkürlich Beteiligungsquoren festgelegt und das Ganze ohne jegliche Anonymität. Und um es klar zu sagen, es gibt keine Zusammenarbeit zwischen diesen privaten Plattformen und dem Petitionsverfahren im Hessischen Landtag. Für Bürgeranliegen an die Politik benötigt es keines Mittelmannes, und wir befassen uns mit jeder Petition nicht erst, wenn genügend Unterschriften gesammelt wurden. Der Kern der Petition ist doch schließlich, dass der Mensch sich direkt mit seinen Problemen an seine Regierung wenden kann. Eine private Plattform, die diesen direkten Kontakt für sich beansprucht, entspricht nicht unseren Vorstellungen von angemessener Petitionsarbeit. Der Petitionsausschuss ist das Original, und das werden wir auch zukünftig betonen. Zum Beispiel über eine Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit, wie es Frau Strube auch bereits vorgestellt hat, durch Bürgersprechstunden mit Abgeordneten in ganz Hessen, Ortstermine, Schulprojekte oder eben auswärtige Ausschusssitzungen. Und deshalb rufe auch ich alle Kolleginnen und Kollegen gerne dazu auf, aktiv über die Möglichkeit des Petitionsverfahrens zu informieren. Denn wir haben hier in Hessen ein sehr gutes und transparentes Verfahren, das für die Bürgerinnen und Bürger unkompliziert und niedrigschwellig konzipiert ist. Und durch ein Petitionsgesetz und auch die geplante ergänzende Ombudsstelle werden wir das Petitionsangebot in dieser Legislaturperiode weiter stärken. Dabei ist auch klar, dass eine solche Stelle nur ergänzend wirken kann und nicht das Petitionsrecht ersetzt, denn dieses ist die Grundlage für alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, die an den Landtag gerichtet werden. Im Mittelpunkt muss dabei weiterhin die Verantwortung gegenüber den Betroffenen stehen. Und ich bin sicher, dass wir im Ausschuss auch weiterhin kollegial und konsensorientiert arbeiten werden, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sein können. Aber das gehört eben auch dazu. Und lieber Herr Kollege Pürsün, in der Kürze der Zeit habe ich mir doch noch mal schnell den Satz angeschaut der Stellungnahme. Die Bundesnetzagentur ist nun gefordert, mit dem Beschluss über die Bundesfachplanung einen raumverträglichen Korridor für das Ultranet-Vorhaben voranzutreiben. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir uns nicht um die Menschen kümmern, aber es gab überhaupt keinen Grund, das der Landesregierung zur Berücksichtigung an die Hand zu geben. Und das war der Grund, warum wir es abgelehnt haben. Aber das nur ergänzend. So, abschließend möchte ich mich ganz herzlich bedanken, und zwar bei allen fachlich zuständigen Ministerien und deren Mitarbeiterinnen. Vor allem bei unserem Innenminister Peter Beuth und seinem Team, die ja bei vielen Petitionen der erste Ansprechpartner sind, und ein besonderes Dankeschön.
Ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich an das Team des Petitionsreferates mit Daniela Engelhardt an der Spitze und den lieben Kolleginnen und Kollegen am Bildschirm, wie ich hoffe. Also auch Ihnen herzlichen Dank für das vergangene Jahr, in dem Sie mit Rat und Tat zur Seite standen und durch Ihr Engagement ja eigentlich auch erst die zahlreichen Petitionen angemessen bearbeitet werden und Rechnung getragen werden können. Ich freue mich, dass Frau Engelhardt heute bei der Debatte anwesend ist und ich im Namen der CDU-Fraktion den Dank auch ganz persönlich ausrichten kann. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Heitland. Das Wort hat der Abg. Ulloth. Oliver, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch die SPD-Fraktion schließt sich natürlich sehr gerne dem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien an. Auch bedanken wir uns natürlich beim Petitionsreferat, Frau Engelhardt, bei Ihnen und Ihrem Team und bei unserer Ausschussvorsitzenden Manuela Strube. Sie leisten alle eine sehr gute Arbeit. Vielen Dank. Ja, die Zahlen und Fakten zum Tätigkeitsbericht liegen vor. Dazu wurde schon alles gesagt. Insofern möchte ich ein paar andere Punkte beleuchten. Wenn wir uns mit Petitionen befassen, befassen wir uns mit einem Recht, welches in der Geschichte der Menschheit tief verankert ist. Die Wurzeln liegen nämlich schon im alten Rom. Mit der Paulskirchenverfassung haben wir das Fundament für das heutige Petitionsrecht gelegt. Und 100 Jahre später und 4 Tage nach dem 71. Geburtstag des Grundgesetzes, darf man das sagen, ist das Petitionsrecht zum Grundrecht für jedermann geworden. Bis heute ist eine Petition das Recht der bzw. des Einzelnen, sich an die Volksvertretung zu wenden. Und das geschieht, wie gehört, in Hessen ungefähr 1000-mal pro Jahr, mal mehr, mal weniger. Die Unmittelbarkeit des Wirkens der Abgeordneten ist wohl in keinem Bereich spürbarer als im Petitionsausschuss. Diejenigen, die sich mit ihren teils schicksalhaften Belangen an uns wenden, haben die Erwartung, dass wir uns um ihre Belange kümmern. Wir müssen dem mit unserem Handeln gerecht werden, auch wenn wir dabei nicht immer aus Sicht der Petentinnen und Petenten das erhoffte Ziel erreichen. Es ist aber auch so, dass für viele Petentinnen und Petenten nicht immer das einzig Wichtige ist, sondern es geht ihnen auch darum, dass wir als Petitionsausschuss uns mit der Eingabe befassen und gewissenhaft das Anliegen überprüfen. Und darum gilt ein weiterer Dank Ihnen, den Kolleginnen und Kollegen des Petitionsausschusses, die sich dieser besonderen Aufgabe widmen, bis dato auch sehr kollegial. Und sachorientiert machen wir das Ganze parteiübergreifend. Das ist ein echter Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger. Liebe Ausschussmitglieder, wir müssen uns aber auch noch einer weiteren Aufgabe widmen. Wir müssen uns um die Modernisierung des Petitionsrechts kümmern. Andere Länder wie Niedersachsen und Thüringen, aber auch der Bundestag machen uns vor, wie es einfach noch besser geht. Wir brauchen dabei das Rad also nicht neu erfinden, sondern wir können uns an den Positivbeispielen durchaus orientieren. Im vergangenen Jahr habe ich diesen Punkt schon einmal erwähnt. Leider ist bis dato nicht viel passiert. Insofern lassen Sie uns das Thema anpacken. Um uns alle ein bisschen zu motivieren, da Initiative zu ergreifen, möchte ich auch ein paar Sätze zu den privaten Petitionsplattformen sagen. Change.org und Open Petition wurden da als Beispiele genannt. Die sind ja auch im Petitionsbericht erwähnt. Ja, wir haben ein distanziertes Verhältnis zu diesen Plattformen. Richtig ist, dass dieser eben nicht der direkte Draht zur Volksvertretung sind. Richtig ist aber eben auch, dass diese privaten Plattformen es schaffen, in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals eben genau diesen Eindruck zu erwecken. Und dem müssen wir uns stellen. Es geht aber noch weiter. Open Petition hat einen Petitionsatlas für die Jahre 2018-2019 veröffentlicht,
In dem geht es um die bundesweite Auswertung der Arbeitsweise der Petitionsausschüsse in Sachen Digitalisierung, Bürgernähe und Transparenz. In diesen drei Disziplinen sieht man uns in Hessen auf dem vorletzten Platz. Das ist mitunter als Grund hier aufgeführt, dass wir noch keine Online-Sammelpetitionen zulassen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, wie wir zu diesen Plattformen stehen. Entscheidend ist aber, was wir tun, um in diesen Disziplinen besser zu werden. Wir wollen jedenfalls nicht mehr, dass Hessen in irgendeinem Ranking auf dem vorletzten Platz steht. Ich komme zum Schluss. Die SPD-Fraktion will das Petitionsrecht in Hessen moderner, digitaler und bürgerfreundlicher machen. Was wir nicht wollen, ist, dass es dabei zu einer substanziellen Schwächung des Petitionsrechts kommt, beispielsweise durch den Wegfall der aufschiebenden Wirkung bei aufenthaltsrechtlichen Petitionen. Das Petitionsrecht darf nämlich nicht zu einem stumpfen Schwert verkommen. Darauf werden wir achten. In diesem Sinne, lassen Sie uns das Thema gemeinsam anpacken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Ulloth. Für die Landesregierung hat der Innenminister das Wort, Staatsminister Peter Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will für die Hessische Landesregierung mich dem Dankeschön an die Abgeordnetenkollegen sehr anschließen und mich bei Ihnen allen, natürlich insbesondere bei der Vorsitzenden, Frau Strobe, sehr herzlich bedanken für die Zusammenarbeit und vor allen Dingen für Ihre Arbeit im Interesse der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Herzlichen Dank dafür. Ich schließe in das Dankeschön ein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, natürlich hier des Parlamentsreferats, Frau Engelhardt, und aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ressorts, die sich alle Mühe geben, die Anfragen des Referats und der Abgeordneten immer in zeitnah und in entsprechender Qualität zu beantworten. Nach meinem Eindruck und nach den Debattenbeiträgen hier scheint das auch überwiegend zu gelingen. Und auch dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Schleenbecker hatte eben davon gesprochen, dass es immer sachlich, konstruktiv, intensiv im Ausschuss zugeht, auch wenn er nicht öffentlich tagt. Manchmal mag man meinen, das könnte auch einen Zusammenhang geben zwischen intensiv, konstruktiv und nicht öffentlich. Aber es ist schön zu hören, dass sich das erhalten hat. Und wenn ich hier in die Runde des Hauses gucke, dann gibt es den einen oder anderen Abgeordneten, mit dem ich gemeinsam in Anführungsstrichen die Klinge im Petitionsausschuss schon gekreuzt habe. Und dass diese Erfahrung, die wir damals gemacht haben, dass sich die erhalten hat bis heute, das freut mich sehr. Und das ist ein gutes Zeichen, ein gutes Signal auch für die Bürgerinnen und Bürger, dass der Hessische Landtag neben dem notwendigen Streit hier im Plenarsaal eben an bestimmten Stellen, wo es darum geht, wirklich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger genauestens sozusagen zu betrachten und zu verfolgen, dass es eben dann auch in einer Form zugeht, die eben entsprechend angemessen ist, sachlich, konstruktiv und vor allen Dingen intensiv. Meine Damen und Herren, ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als Frau Scheuch-Paschkewitz eben gesagt hat, wir brauchen eine kraftvolle Stärkung gegenüber der Exekutive. Ich habe bisher nicht den Eindruck, dass es dem Hessischen Landtag, dem Petitionsausschuss, auch nicht den Abgeordneten des Petitionsausschusses und schon gar nicht ihrer Vorsitzenden an Selbstbewusstsein mangelt. Also insofern glaube ich, brauchen wir sozusagen jetzt mal im Interesse aller Ressortkollegen noch einmal, haben wir, glaube ich, ein gutes und ordentliches Kräfteverhältnis gefunden. Und insofern werden wir dort weiter gut zusammenarbeiten. Meine Damen und Herren, einen letzten Gedanken will ich loswerden. Wir werden gleich in einer ganz anderen Debatte über das Thema Demonstrationen unter anderem auch bei der Sorge um Einschränkung von Grundrechten hier miteinander führen. Diese Debatte werden wir gleich haben, ich glaube, nach der Mittagspause. Aber ich will hier Gelegenheit nehmen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich sicher sein können, dass der Hessische Landtag
insbesondere auch die Abgeordneten des Petitionsausschusses, genau diese Grundrechte in einer besonderen Form für wichtig halten, aber sie auch verteidigen. Das Petitionsrecht als solches ist ein besonderes Verfassungsrecht. Und wie ernst der Staat, wie ernst der Hessische Landtag dieses Verfassungsrecht nimmt, das kommt im Bericht der Vorsitzenden des Petitionsausschusses auch zum Ausdruck. Und das will ich bei dieser Gelegenheit ebenfalls zumindest kurz erwähnt haben. Als letzter Punkt, meine Damen und Herren, es ist, das freut natürlich auch die Landesregierung, eine schöne Nachricht, dass am Ende die Anzahl der positiven Entscheidungen dann doch, sagen wir mal, überschaubar ist. Nicht, weil ich nicht den Abgeordneten den Erfolg einer positiven Entscheidung gönnen möchte, sondern weil es auf der anderen Seite ja zeigt, dass der überwiegende Anteil der vorgebrachten Petitionen sicherlich immer, sagen wir mal, mit Emotionen in den schriftlichen Unterlagen vorgetragen, aber dann doch am Ende so sind, dass das Verwaltungshandeln als solches im ganz überwiegenden Anteil unserer Verwaltung den rechtsstaatlichen Regeln entsprochen hat und es keinen Anlass gegeben hat für den Petitionsausschuss, das anders zu sehen und dort eine andere Entscheidung herbeizuführen. Insofern nehme ich das auch als gute Nachricht. Ich habe mich bei Ihnen sehr herzlich bedankt. Das will ich noch einmal tun für die Hessische Landesregierung. Und wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Und ich bin mir sicher, der Petitionsausschuss und seine Vorsitzende wird weiterhin hinreichend selbstbewusst hier auch gegenüber der Landesregierung auftreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir sind am Ende der Aussprache über den Bericht des Petitionsausschusses. Wir haben uns vereinbart, dass wir jetzt in die Mittagspause eintreten und dass wir zu Beginn der Nachmittagssitzung dann mit dem Punkt 50, Entschließungsantrag Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, mit dem Dringlichen Antrag Punkt 74 der Freien Demokraten weitermachen.